Ja, man hat ja, denke ich, also ich habe zumindest und viele andere, denke ich, auch schon Bilder gesehen von den sogenannten Hunde- und Katzenmärkten in Asien und wo wirklich die Tiere in Käfigen zusammengepfercht werden, sich gegenseitig beißen, totbeißen, misshandelt werden auf übelste Art und Weise. Und ich habe so ein paar Bilder erst vor ein paar Wochen gesehen und ja, da kriege ich Gänsehaut und kann das eigentlich gar nicht glauben, wie man so mit Tieren umgehen kann. Und wie gesagt, es ist ja so, über den Verzehr von Hunden und Katzen kann man geteilter Meinung sein. Für uns ist es natürlich sehr ungewöhnlich, aber genauso ist es für die Asiaten wahrscheinlich ungewöhnlich, dass wir Schwein essen. Aber es geht halt größtenteils um die Misshandlung, um die Züchtung und um die Misshandlung von Katzen und Hunden. Also mir tut es wirklich teilweise körperlich weh, wenn ich solche Bilder sehe, weil es gibt, denke ich, gerade in Deutschland und Europa viele, viele Leute, die Tiere lieben. Gerade Katzen und Hunde sind ja weit verbreitete Haustiere und immer wieder darauf aufmerksam machen und vielleicht natürlich auch irgendwo auf Regierungsebene vielleicht immer wieder auf dieses Thema hinweisen, dann ändert sich vielleicht irgendwann mal was.